Croft, nächste Woche. Nee, was haben wir? Heute ist erst das. Am 21. übernächste Woche erscheint das neue Album Human Conditions, zusammengebaut auf einem Bauernhof in Gloucestershire. Ein sehr, sehr entspanntes Album ist es. Und wir werden darüber sprechen. Zum Beispiel am 28.10. beim TV Spin, großes Special über Richard Ashcroft. Und hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Vorbei die harten Zeiten, als Richard ohne Schuhe durch London stolzierte, aber er hat sie nicht vergessen. In seinem neuen Song geht's um Niederlage und Auferstehung. Check the meaning. It's coming from the viewpoint of someone still searching. Check the meaning erzählt aus der Sicht eines Menschen, der immer noch auf der Suche nach der Wahrheit ist. Er glaubt, er habe den Lebenssinn in seinem Partner gefunden und zusammen finden sie ihren Gott. Währenddessen bringt die Welt um sie herum sich im Namen ihrer Götter um. Found something, they found their God. And meanwhile the world is kind of killing itself in the name of their God. Ohne The Verve kann Richard inzwischen tun und lassen, was er will, und das genießt er. Mit einem Grund, weshalb er nicht bei Stefan oder Harald auf der Couch sitzen wird, um sein neues Album zu promoten. Da kann er nämlich nicht mit Joint und Bierflasche rumphilosophieren. Richard Ashcroft funktioniert im Fernsehen nicht. Sie wollen Rock'n'Roll nach ihren Vorstellungen. Sie wollen Rock'n'Roll, der nicht raucht, nicht trinkt, nicht schwitzt, der zur richtigen Zeit auf dem richtigen Platz steht. Und so sieht Rock'n'Roll nun mal nicht aus. And that's the fight.